Weißt du eigentlich, dass du nur mit ganz viel Glück hierher gekommen bist überhaupt? Ja, ich weiß, ich bin bis Da dahin, bin wo du warst, bin ich! ich hingekommen. Ich bin da! Hi, na? Hi, mein Freund, wie geht's dir? Mir ist kalt, ich bin nass. Ich hol mir erstmal den Bogen. Gibt es in der Höhle dann eine gewisse Richtung, wo ich hin muss? Gibt es irgendwie eine... Weil Keine ich habe Ahnung. aktuell drei Wege. Ja. Warte, lass mich auf die Karte gleich gucken. Ja, wie ist das jetzt? Ich weiß ja nicht, wie rum du runtergekommen bist. Du hast Gegner gesehen. Du warst in einem großen Raum, ja? Ja. Und da war wie so eine Wasserpfütze, so eine etwas größere, direkt wo du runtergeklettert. Eine Wasserpfütze, keine Ahnung. Nö. Eine Wasserpfütze ist ja nicht. Ne, ich hab die richtige Höhle gefunden. Ich muss da wahrscheinlich auch ziemlich weit runter, oder? Keiner, ich kann das nicht sagen. Die Map ist so komisch aufgebaut irgendwie. Ich bin jetzt schon wieder ziemlich tief in dieser Höhle hier. Wie bin ich hier reingekommen? Das war ohne Mist. Langsam ist es ja eigentlich nur noch erbärmlich. Ich hab's. Oh mein Gott. Ich habe es. So, jetzt müsste ich doch rein theoretisch hier durchtauchen können. Und dann Richtig, dann müsste im ich nur da See auf wieder einem Wasser raus und rauskommen. müsste im See wieder rauskommen, oder? Okay, was habe ich noch so an Proviant? Ich habe noch ein verdorbenes rohes Bein. Ja, ich habe noch. Hier Ja. sind ganz viele Skelette, die einen schwarzen Turm anbeten. Ah. Schön. Und ein kleines Zeltlager ist hier. Und ich habe noch mal ein Buch gefunden. Und ein Bild von. Ich habe eine Axt gefunden, die verrostete. Ja, das ist die, die auch in der Höhle ist. Okay, ich mache mir erstmal nochmal hier ein Feuer an. Ich komme hier aber nicht mehr ra. Also ich komme hier nicht raus. Ich muss. Bei der verrosteten Axt dürfte irgendwo ein Ausgang noch sein. Echt? Aber irgendwie Wenn ich sehe ich richtig ja keinen. gesehen. Warte, wenn ich das richtig gesehen habe, war das die verrostete Axt? Warte. Doch, direkt neben der verrosteten Axt ist irgendwo ein Ausgang noch. Durchs Wasser? Nee. Oder es könnte sein, dass du hochschwimmen musst. Nee, ich muss erstmal runterschwimmen, so wie das hier aussieht. Na, oder runter und. Weil dir ist die verrostete Axt auf der Map und direkt. Ja, was die Axt und direkt daneben ist ein Cave. Ausgang irgendwo da. Nett. Gut, dann rein ja.
So, ich bin jetzt nochmal geschwommen und hier scheine ich jetzt hochklettern zu können. Wie geht's dir? Wie sieht's mit der Lebensenergie aus? Ich knappe gleich an einem vergammelten Bein rum. Echt? Hast du keine Snickers mehr? Noch drei. Na, dann ist ja noch nicht. Ist noch keine Alarmstufe, hast recht. Oh ja, ist noch ein Bild. Von noch so einem Kreuz. Jetzt habe ich mein Bild schon mal ausgestellt. Mensch. So, erstmal wärmen. Erstmal schön wärmen und dann weiter. Ich muss nämlich schon wieder schwimmen. Schön. Ich bin ja nur am Schwimmen. Wie habe ich das da in diese Höhle? Ich weiß es auch nicht. Das war total dumm. Ah, ich komme jetzt hier klopp raus. Jo, ich komme raus. Ich bin jetzt am See oben. Das ist schön. So, und ich muss zu der grünen Fahne da hinten. Ich bin wieder in der Höhle. Die Rettung naht. Du musst mir dann nur hinterher schwimmen und hoffen, dass deine Luft reicht. Richtig. Okay. Bin zurück in der Höhle. Komme. Ich werde dich retten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Abgestürzt. Alter, wie hast du das hier hingeschafft? Weißt du eigentlich, dass du nur mit ganz viel Glück hierher gekommen bist überhaupt? Ja, ich weiß, ich bin... Da bin ich! Bin ich, hingekommen. Ich bin da! Hi, na? Hi, mein Freund, wie geht's dir? Es ist kalt, ich bin nass. Ich hol mir erstmal den Bogen. Naja, du kannst wandern. Bis dahin, wo du gerade reinkommst, bis habe ich schon geschafft, so ein bisschen darunter, aber... Dann so! Ist noch dunkel. Was haben wir denn hier so Schönes, hä? Nur ein Bogen. Und Alkohol. Und Alkohol. Und Pillen. Ich mich die ganze Zeit ernährt habe. So, Pfeile. Hier ist mein schöner Crossbow. Nice. Und noch... alte Steinpistolen-Munition. Und man kann speichern. Das werden wir auch gleich nochmal tun. Weil wir werden dich jetzt retten. Das wird eine erfolgreiche Rettungsmission. Ich mach's hier. Euch ertrinke. Ich mach's hier mich mir nochmal gemütlich, nochmal warm. Ja. Okay. So, dann schwimm mir mal hinterher. Versuch's mal. Ja, ja. Wird schon schief gehen. Und los. Bleib hinter mir. Siehst du meinen Namen? Ja, ich sehe dich. Ich schwimm direkt hinter dir. Schwimm mir hinterher. Wir bleiben auch ganz nah. Ach so, wir können ja schneller schwimmen. Wir bleiben auch ganz nah an der Decke. Komm, weiter, 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 weiter. Komm schon, wir sind hier oben. Wenn du hier hochkommst, hast du es geschafft. Ich krieg keine Luft. Komm, 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 komm. Jawohl. Hast du Schaden bekommen?
Ich hatte schon Schaden bekommen. Wir haben es geschafft, Junge, wir haben es geschafft. Ich hab dich auch rausgeholt. Hier zurück. Nein! Einfach da reingehen. Und tschüss. Oh Gott, wir haben's. Ey, ich bin bis zur Hälfte gekommen. Danach musste ich immer wieder umdrehen, ja. Wir können aus dieser Höhle hier raus. Also, wir müssen hier wieder rein nachher, aber du brauchst ja noch das Ding. Erstmal möchte ich hier raus. Ich möchte ja nicht mehr rein. Tschüss. Alter, ich bin draußen. Lebe. Und ich bin draußen. Ich will nach Hause. Ich will ja nicht mehr sein. Nicht weg hier. So. Da vorne ist schon eine Patrouille, die mich jetzt fertig machen wird. Na danke. So, wir wissen auf jeden Fall, welche Höhle wir nutzen können, um ins Endgame zu kommen. Aua. Aua, ich habe keine Rüstung mehr. Gott, ey. Nichts wie weg hier. Moment, mach's doch. Ja, Zähne ist gleich plus Schaden, die Geschwindigkeit in Klasse eigentlich nur plus Schaden. Steht zumindest da. Oh, zu Hause. Oh, hallo. Hallo. Ha, ja, trautes hier. Heim. Sehr, sehr fein. Also der Knochenkorb ist voll, eigentlich fast gefühlt. Ist. Ja, aber ich war trotzdem. Ja, man kann die noch haben. Schon recht. So. So, dass man das Feuerchen angemacht. Dann wird hier nochmal gespeichert. So. Ey, der Bogen ist aber schon echt geil. Ich kann jetzt mal meinen alten Bogen eigentlich ablegen, Socker. Ich mach mal den neuen Bogen jetzt auf Platz 2. Ey, man ist die ganze Zeit kalt hier drin. Aber aufhören. Feuer. Hilf mir. So. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Aufnahmesession, oder? Ja, ich bin immer noch durchnässt. Ich habe das Gefühl, ich habe seit 5 Jahren nicht geduscht, obwohl ich nur im Wasser saß. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein schönes Nickerchen, speichern. Und ja, dann verabschieden wir uns. Leute, ich habe jetzt hier, ich glaube, 6 Stunden Aufnahmematerial, aus denen ich jetzt erstmal Videos schneiden muss. Das wird für mich sehr, sehr spaßig, für euch sicherlich auch, denn ihr werdet das in schön gecutteter, interessanter Reihenfolge alles sehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Bitte vergesst nicht, die Daumen in der nördlichen Richtung, ja, sowohl bei Justin auf dem Channel, also auf dem Havi sein Kanal, als auch bei mir. Und die Kanäle natürlich abonnieren und die Glocke aktivieren, das hilft uns immer sehr, freut uns sehr und ihr verpasst keines unserer Videos mehr. Die Kommentarsektion natürlich voll Spam, euch die Finger wund schreiben und sehr, sehr gerne bei mir auch noch auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen, wenn ihr wirklich gar nichts mehr verpassen wollt. Das Schlusswort hat wie immer der gute Havi. Schwimmt bitte nicht ohne irgendwelche Taucherausrüstung in fremde Höhen, ihr werdet freuen und dort dran sein. Ja. Und wie immer liked. Nice. Okay, gut, Leute, das war's. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao, ciao.